herzlich willkommen zum nächsten Talk. Ich habe auf jeden Fall wieder ordentlich Gesellschaft auf der Bühne bekommen. Bei uns geht es jetzt um, ja, mal wieder um den Campus der Zukunft. Also wie soll dieser Campus der Zukunft aussehen? Wie kann die Lehre einfach innovativer werden, partizipativer, so dass die Studierenden eben im Mittelpunkt stehen, dass es mehr gestaltungsfreie Räume gibt? Wie das aussehen kann, wie das alles ganz praktisch gelingen kann, das probieren 5 Hochschulen im Rahmen der Förderinitiative Raumlabore des Stifterverbands in Experimentierräumen aus. Und hier bekommen wir gleich spannende Einblicke von Dr. Therese Konrad, von Lara Kolbert, von Johannes Pointner und Fabian Schneider. Und das Vorstellen übernehmt ihr selber, habe ich gehört. Genau, vielen Dank. Ja, kann man mich hören? Sehr gut. Mein Name ist Lara Kolbert, ich bin Programmmanagerin für das Programm Lernarchitekturen des Stifterverbandes gemeinsam mit Judith Köritz. Und in diesem Rahmen haben der Stifterverband und die Dieter-Schwarz-Stiftung die Förderinitiative Raumlabore gestartet. Seit Juli werden daher 5 Hochschulen in der Umsetzung eines Lernraumes unterstützt und gefördert. Ein Lernraum, in dem ganz aktiv die Wechselwirkung von Raum und Didaktik untersucht und damit experimentiert werden soll. Und mit dabei sind unter anderem die Johannes Gutenberg Universität Mainz mit dem Ancient Sciences Innovation Lab, ein Lernraum, in dem Studierende alter Kulturen darauf vorbereitet werden sollen, mit den Herausforderungen der modernen VUCA-Welt umzugehen. Außerdem haben wir mit dabei die Technische Hochschule Ingolstadt mit dem THI Learning Lab, VR. Das ist ein Raumlabor, in dem untersucht wird, wie kann eigentlich Kommunikation und Kollaboration mit Virtual Reality Unterstützung gelingen und gestaltet werden. Außerdem mit dabei ist die Universität zu Lübeck mit dem Flexible Skills Lab Architecture, kurz FlexLab, das systematisch Neu- und Weiterentwicklung von sogenannten Skill Labs in Gesundheitsstudiengängen schaffen möchte. Und dann haben wir noch 2 weitere Projekte, die heute hier eben auch auf der Bühne vertreten sind. Das ist einmal die Leuphana-Universität mit dem Projekt Transformationsräume für zukunftsorientiertes Lernen mit Therese Konrad. Herzlich willkommen. Und auf der anderen Seite haben wir von der TU Berlin und der UdK Berlin das Projekt Universalräume, dynamische Systeme in Lehr- und Lernraumarchitekturen mit Johannes Pointner und Fabian Schneider. Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Und Dankeschön. Vielen Dank. Und das Konzept der Raumlabore besteht ja darin, dass die Nutzenden, also insbesondere die Studierenden und die Lehrenden, selbst diese Räume aktiv gestalten und auch weiterentwickeln. Das heißt, sie werden zu Forschenden und Beforschten zugleich, und der Raum soll am Ende eigentlich die Lernprozesse der Studierenden bestmöglich unterstützen. Das heißt, die Ausstattung des Raumes folgt einem Lernarchitekturkonzept, das sich an zukunftsorientierten Lehr- und Lernformaten ausrichtet. Der Raum passt sich also dem Lernen an und nicht umgekehrt. Therese, du bist Lernarchitektur-Agentin in dem Projekt Transformationsräume, und wir können das auch auf der Folie hier einmal kurz einblenden. Ihr möchtet ein ganzes Raumensemble aus verschiedenen Lernräumen schaffen, das mit studentischen Innovationsräumen zusammen spielt, sozusagen, damit eine aufeinander bezogene Lernarchitektur entsteht. Du selbst hast als Lernprozessgestalterin und Begleiterin gearbeitet, nachdem du im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung promoviert hast. Was ist das Besondere an eurem Projekt und was motiviert dich auch, Teil davon zu sein? Erstens mal hallo auch in die Runde. Schön hier zu sein. Was mir am Herzen liegt, ist das Gestalten eines fruchtbaren, wohlwollenden Miteinanders als Basis, um miteinander ins Gestalten zu kommen. Was ich als meine Mission sehe, ist eigentlich das fruchtbare Böden zu bestellen, metaphorisch gesprochen, oder dann Kontextbedingungen zu schaffen und ganz spezifisch jetzt Räumlichkeiten, die uns menschlichen Samen auch erlaubt, Früchte zu tragen, also ins Sprießen zu kommen, zu gedeihen und dann gesellschaftlich mit unseren Früchten die Gesellschaft zu nähren. Das ist so ein bisschen die Mission,
die ich mir da, die ich verfolge. Und das ist auch die Motivation, warum ich hier mit an Bord bin, bei dem Projekt Transformationsräume für zukunftsorientiertes Lernen. Und wie du schon angedeutet hast, ich habe meine Promotion im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung abgeschlossen. Mein Fokus war auf Kernkompetenzentwicklung oder Schlüsselkompetenzentwicklung. Und nicht nur meine Forschung, sondern Forschung allgemein besagt ja, dass Kompetenzen einfach nicht im Sitzen entwickelt werden, sondern dass es dafür andere Lernumgebungen braucht. Und das Besondere jetzt an den Transformationsräumen an der Leuphana ist zum einen eben diese Vision, ein Zuhause zu bieten für alle Transformationsbegeisterten und die, die es noch werden, im Zuge der Angebote, die dort ja jetzt entstehen sollen. Diese Räume an der Leuphana sollen ein Ort der Begegnung sein, ein Ort der Sichtbarkeit von bereits bestehenden, aber auch ab jetzt entstehenden Initiativen, Projekten, Innovationen, die sie an der Leuphana, wie gesagt, jetzt auch schon gibt. Und dass dort aktiv der Austausch gefördert wird, dass es ein Mit- und ein Voneinanderlernen wird. Der Begriff des Experimentierraums ist ja auch schon öfters gefallen. Also es ist da noch nichts in Stein gemeißelt, sondern we are failing forward. Wir schauen irgendwie, wir probieren dort aus. Genau. Und was uns da zum Stichwort jetzt Experimentierraum so fasziniert, ist die Fragestellung, inwiefern halt Ort, Praktiken und Kultur zusammenhängen. Also wie beeinflusst eine gewisse Raumgestaltung auch die Art und Weise, wie wir miteinander in Austausch treten? Also inwiefern beeinflusst Raum unsere sozialen Praktiken und was macht das wieder mit der Kultur, wie wir miteinander in Austausch treten? Das ist ein sehr spannender Punkt. Und was natürlich auch ganz spannend bei dem Beispiel, das der Leuphana ist, ist, dass der Gestaltungsansatz, dass es eben das Betreibendenmodell von Studierenden ausgehen soll. Und ich weiß nicht, wie viel ich noch in die Tiefe gehen darf. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Der Raum eigentlich als Nährboden für alles, was dann an darauf erwachsen kann, für die Nutzerinnen und Nutzer. Sehr schön. Ich würde einmal übergeben, jetzt Johannes an dich. Du bist auch Lernarchitekturagent bei euch in dem Projekt. Und wir können noch mal eine Folie weitergehen. Da sehen wir nämlich den Raum, den ihr gestalten möchtet, ein 220 Quadratmeter großer alter Lesesaal soll hier umgestaltet werden und zwar sowohl zu Lehr- und Lernflächen, aber auch zu Labor-, Konferenz- und Ausstellungsflächen. Johannes, was ist das Besondere an eurem Projekt? Ja, vielen Dank, Lara. Vielen Dank für die Einladung und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir hier sein dürfen. Und um auf deine Frage kurz einzugehen, das Besondere an unserem Raumlabor ist, denke ich, die Kopplung der Förderinitiative des Forschungsprojekts mit unserem Studiengang Design and Computation. Ich arbeite dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fabian ist auch Studierender, aber man kann auch sagen, er ist auch Mitarbeiter. Wir nehmen es einerseits mit den Differenzierungen vielleicht nicht ganz so genau, aber er ist auch als studentischer Mitarbeiter angestellt tatsächlich. Und die Eigenheiten kommen, glaube ich, aus diesen sehr spezifischem, aber sehr heterogenen Raumprogramm oder den Raumbedürfnissen, die aus diesem Masterprogramm entstehen. Ich muss da vielleicht kurz den Kontext auch erwähnen. Dieses Masterprogramm wird abgehalten von der Universität der Künste in Berlin, der UdK, und der Technischen Universität hier in Berlin. Unser Anreiseweg war also denkbar kurz, wir waren vorhin auch noch im Büro. Aber so diese Kombination zwischen einerseits dem künstlerischen Anspruch und diesem wissenschaftlichen, diesem naturwissenschaftlichen aus der TU, führt auch zu einer Kombination von Formaten und Fächern, die in einer gewissen Weise auch bestimmte Räume benötigt, die diese Heterogenität Rechnung tragen. Und man könnte das so vorstellen, es gibt natürlich auch Vorlesungen bei uns im Raum, es gibt Seminare, es gibt aber auch Lern- und Lehrformate, die eher so aus der künstlerischen Lehrtradition kommen. Und also es gibt viele Workshops, es gibt dann Ausstellungsmomente für den Rundgang, verwandelt sich dann der komplette Raum auch in Installationen, Screenings, Performances. Und also das Herzstück von diesem Programm ist aber eigentlich das, was wir Studio nennen. Und das ist eigentlich ein offenes Projektformat, in dem Studierende selbst initiiert und mit sehr großer Gestaltungsmacht, mit sehr großem Gestaltungsspielraum ihre eigenen Lernszenarios eigentlich gestalten
und dementsprechend auch dem Raum sozusagen aufzwängen. Also tatsächlich, der Raum ist nicht nur das Spielfeld für die Interaktion, für die Handlung, für die Aktivität der Studierenden und auch der Lehrenden, die dürfen wir hier auch nicht vergessen. Und wenn wir hier die Folie sehen, ich schaue gerade drauf, das sind wir natürlich relativ froh, jetzt hier in diesem Raum gelandet sein zu dürfen. Das war auch so ein deutliches Zeichen der TU, des TU-Hochschulpräsidiums. Das ist wirklich ein toller Raum im TU-Hauptgebäude, Campus Charlottenburg. Wir befinden uns da im dritten Stock. Wenn man aus diesen großen rundbogigen Fenstern schaut, schaut man über die Skyline vom Bahnhof Zoo sozusagen. Und der bietet eigentlich so die perfekte Experimentierfläche für dieses flexible, multifunktionale und dynamische Raumgefüge, wie wir es uns vorstellen und wie wir es entwickeln werden. Schön, du hast ja jetzt sehr stark schon den experimentellen Ansatz auch einfach betont und hast selbst Architektur und Urban Studies studiert und aktuell den Forschungsschwerpunkt der experimentellen Gestaltung von mediatisierten und interaktionsbasierten Raumerfahrungen. Und gleichzeitig weiß ich, dass auch bei euch in einem sehr interdisziplinären Team auch die Expertisen von Dramaturgie im szenischen Raum beispielsweise, aber auch technologische Systeme im Design und Architekturpsychologie vertreten sind und eher gleichzeitig auch mit einem sehr breiten Expertinnen-Team zusammenarbeitet oder Expertinnen-Gruppe. Was würdest du sagen, sind die konkreten Gewinne, die ihr schon in so einer multiprofessionellen Zusammenarbeit seht? Ja, das ist eine schöne Frage und ich glaube, die geht auch sehr auf den Kontext drauf ein, dass wir so sehr viele fachübergreifende Kollaborationen in diesem Studiengang vereinigen. Und das ist aber, glaube ich, auch die Voraussetzung. Also wenn wir als GestalterInnen, PlanerInnen oder eigentlich alle Stakeholder, die in diesem Gestaltungsprozess beteiligt sind, wenn die interdisziplinär und über Fachgrenzen hinweg zusammenarbeiten, dann muss das aber, glaube ich, auch erst die Voraussetzung sein, am Ende einen Raum zu schaffen, der für die gleiche Gruppe von Beteiligten auch funktionieren kann. Bei uns im Studiengang, der ist sehr, sehr interdisziplinär aufgestellt, da gibt es Leute, die aus dem Design kommen tatsächlich, Leute mit Background aus den Geisteswissenschaften oder auch aus dem Ingenieurwesen. Und viele Leute bringen aber auch schon so, ich sage mal, so Überlagerungen in Personalunion auch mit. Und um dieser Heterogenität auch Rechnung zu tragen, bedarf es an erster Stelle, glaube ich, auch einerseits ein Team, das diesen Prozess gestaltet, aber auch die direkte Involvierung von den Beteiligten selbst in den Prozess. Schön, wenn wir über die direkten Beteiligten sprechen, dann geht es natürlich auch um die Studierenden. Und die Raumlabore haben ja allesamt auch den Anspruch, von und durch die Studierenden und Lehrenden selbst gestaltet und weiterentwickelt zu werden und sich damit eben auch an den zukünftigen emergierenden Bedarfe der Nutzerinnen auch weiterzuentwickeln und auszurichten. Und Fabian, genau, du bist Student im Master in Design und Computation an der UdK und TU Berlin. Was war bisher deine Rolle und die Rolle der Studierenden in dem Prozess und was ist vielleicht auch noch geplant? Ja, zuerst mal danke für die Vorstellung und auch für die Einladung. Ich glaube, man kann das auf zwei Leveln beantworten, die Frage. Zunächst erstmal ganz direkt, bin ich und meine Mitstudierenden direkt involviert, einfach dadurch, dass wir den Raum mitnutzen, dass wir in dem Raum arbeiten, dass wir uns dort zusammen treffen. Und Johannes hat es ja gerade schon ganz schön beschrieben, wie was das für ein Raum ist, den wir da jetzt gerade vorfinden. Und eben das, dadurch, dass gerade noch so viel passiert und so viel entsteht, sind wir einfach, also da kann man sich sozusagen gar nicht raus entziehen, dass man mitgestaltet und mit überlegt, wo kommen jetzt Dinge hin, wo entstehen Dinge. Das ist also eigentlich ein Diskurs, der in dem Raum schon so angelegt ist, wie wir ihn gerade vorfinden. Das ist die eine Ebene, natürlich, dann gibt es dann aber auch konkretere Events oder konkretere Punkte, wo wir uns alle versammeln. Also jetzt zum Beispiel in Formaten wie Workshops, die wir veranstaltet haben oder wo wir als Studierende auch aktiv mitwirken konnten und auch können.
natürlich auch noch weitere geplant, wo wir uns zusammensetzen und überlegen, was sind eigentlich unsere Anforderungen an den Raum, also als Studierende. Und Johannes hat es ja eben schon erzählt, so ein bisschen von dem Studiengang. Wir sind ein interdisziplinärer Masterstudiengang, das heißt, wir kommen aus unterschiedlichsten Richtungen. Ich habe vorher Architektur studiert, andere haben Psychologie studiert. Manche arbeiten ja textlich, manche arbeiten mit Musik, manche bauen riesige Modelle. Es gibt also wirklich eine riesen Bandbreite an Anforderungen und auch Vorkenntnissen oder, und Ideen, wie man so einen Raum nutzen kann. Und das haben wir eben, versuchen wir eben in diesen Workshops zusammenzubringen und zu diskutieren. Das ist natürlich nicht immer, also manchmal überlappen sich die Anforderungen oder die Vorstellungen, manchmal passen sie auch auf den ersten Blick nicht zusammen, aber genau deshalb gibt es eben diese Formate, in denen das immer wieder ausdiskutiert und überlegt wird. Und das ist so bisher mein Eindruck auch, dass es eigentlich ziemlich gut funktioniert, weil sich das eben über so eine direkte Partizipation verhandelt. Wir kennen das auch im Kontext Lernraumgestaltungsprozessen, dass zwar punktuell Partizipation von Studierenden stattfindet, aber immer noch die Herausforderung einer kontinuierlichen Partizipationskultur an Hochschulen besteht. Wir haben ja auch heute schon einige Male Einblicke darin hier auf der Bühne bekommen dürfen. Und was würdest du aus deiner Perspektive als Student sagen? Was motiviert Studierende gerade auch in dem Bereich Lernräume gestalten, Lernräume selbst gestalten, auch verändern, eigentlich an diesen Prozessen teilzuhaben? Und vielleicht, welche Voraussetzungen brauchen Studierende auch dafür, dass sie das erfolgreich machen können? Du hast ja jetzt schon von dieser direkten Partizipation gesprochen, aber vielleicht ist da noch mehr. Ja, absolut. Also ich kenne das sehr gut, diese punktuelle Partizipation, die dann irgendwie wieder versandet ganz häufig. Ich glaube, das ist ein super vielschichtiges Problem, wie wir auch, glaube ich, in den vorherigen Talks auch schon gehört haben. Aber ich glaube, ein großer Baustein da drin ist eben die Möglichkeit, sich mit den Räumen, in denen wir sind, auch identifizieren zu können. Also eine Identifikation der Studierenden mit den Räumen, die wir an den Hochschulen haben. Und sowohl an der UdK als auch an der TU haben wir großartige Räume. Aber ganz häufig ist es eben so, dass es nicht geklärt ist oder nicht klar ist, wie Studierende vor allen Dingen diese Räume nutzen können. Und diese Ungewissheit wird dann manchmal wieder aufgebrochen, aber es ist eben nicht geklärt und es wird auch nicht wirklich kommuniziert. Und ich glaube, das ist erstmal so eine Grundvoraussetzung, damit sowas wie Partizipation passieren kann, also eine klare eine Transparenz und aber auch gleichzeitig eine Offenheit darüber, die Studierenden, die Anforderungen und die Bedürfnisse der Studierenden, auch die Erfahrungen, die sie natürlich aus den unterschiedlichen Bereichen mitbringen, aufzunehmen und anzunehmen. Und ich glaube, ich habe es ja schon erwähnt, es gibt super, super tolle Räume an den Universitäten, an unseren Universitäten, aber was es eigentlich bräuchte, sind Räume, die jetzt nicht nur einfach fertig sind, die uns Studierenden vorgesetzt werden, sondern, und ich glaube, das hängt miteinander zusammen, sondern auch Räume, die sich wirklich wandeln können, weil die Anforderungen ändern sich ständig, zumindest ist das in unserem Raum so, durch die absolut verschiedensten Events und Veranstaltungen und Formate, die eben stattfinden, muss sich der Raum ständig ändern. Und das ändert irgendwo dann auch, oder muss meiner Meinung nach zumindest, den Gestaltungsprozess irgendwo ändern. Dass es eben nicht verstanden wird als ein abgeschlossener Prozess oder ein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist, sondern der offen immer weiter gestaltet wird, mit den Studierenden zusammen. Dankeschön. Darf ich an der Stelle noch einen Gedanken einwerfen, ja, was es braucht zum Thema der Partizipation, was ich so aus meiner eigenen Forschung gelernt habe, ein später Aha-Moment noch. Die Forschung war zu interpersoneller Kompetenzentwicklung, wie entwickle ich diese Kompetenz, und ich habe dann das als Brotbackrezept zusammengefasst, also die Grundzutat für Kompetenzentwicklung oder auch einfach um aktiv zu werden, handlungsfähig, ist Vertrauen. Also ich glaube, was es hier auch aktiv braucht, also wenn wir sagen, wir wollen mehr Studierende da in Leitungsfunktionen haben, das geht mit einem Rollenwechsel einher. Also das betrifft natürlich auch die Lehrpersonen oder die Personen, die bisher irgendwie Leitung übernommen haben. Insofern braucht es Zutrauen von der Seite der Lehrenden, das Vertrauen oder
ein Vertrauen in sich selbst auf Seiten der Studierenden auch entstehen kann. Und das ist für mich eine ganz essentielle Grundzutat, dass irgendwas entstehen kann, ein Vertrauen ineinander. Punkt. Dankeschön. Ja, ist ja jetzt ganz groß das Stichwort Raumnutzung auch, was du gerade genannt hast. Und auch zu dem Vertrauen kommt ja vielleicht auch noch der Aspekt Verantwortung. Verantwortung übernehmen, lernen Menschen eben auch gerade nur dann, wenn sie sie auch bekommen und tragen können und auch Verantwortung dafür selbst haben, wie richte ich den richtigen Raum für meinen eigenen Lernprozess ein und wie gestalte ich damit eben auch meinen eigenen Lernprozess. Und kommen wir nochmal zurück zu den Studierenden. Eurem Projekt wollt ihr die Studierenden ja so einbinden, du hast es vorhin schon kurz angedeutet, dass sie aktive Betreiberinnen und Betreiber auch dieser Räumlichkeiten werden. Wie genau sieht denn das aus? Was habt ihr geplant? Und seht ihr vielleicht auch schon Hürden in diesem Prozess auf euch zukommen? Ich fange jetzt vielleicht kurz mit dem Plan an. Es soll eben kein Widerspruch sein, dass das ein Experimentierraum ist. Also es gibt jetzt nicht den Masterplan, so wird es laufen, weil das widerspricht sich dann eben schon. Aber natürlich gibt es eben bereits studentische Initiativen an der Leuphana wie das SCHUB, das Social Change Hub, als Plattform für sozialgesellschaftliches Engagement. Denen soll natürlich Sichtbarkeit, Raum gegeben werden, um sich zu zeigen und um weiter wachsen zu können. Also genau, das ist natürlich ein Punkt, die Kooperation mit dem SCHUB. Dann werden die Orte ja jetzt mit Semesterstart seit dieser Woche von 8 bis 20 Uhr offen gehalten, dank eines Projektes genannt DataX, wo es um Data Literacy geht. Und alle 1400 erstsemestrige Studierende Leuphana lernen die Räume jetzt quasi schon mal kennen und werden darauf aufmerksam gemacht, dass es auch zu ihren Räumen werden kann. Also sprich, da sind 1400 Köpfe jetzt, die vielleicht auch denken, wie kann das zu meinem Raum werden? Das heißt, wir haben eine Vision, aber es gibt definitiv mehrere Wege dorthin. Und die im Sinne des Experimentierraums werden wir ja, herausfinden, welches Betreibendenmodell dann wohl am stimmigsten ist, wie das genau ausschaut. Und vielleicht nur zum Thema Hürde. Das vielleicht auch in Anbindung, was ich vorher gesagt habe, mit dem Rollenwechsel. Ich glaube, eine ganz starke Hürde wird sein, selbst dieses Entrepreneurial Mindset anzuwenden, also nicht immer nur von der Transformation im Außen zu reden, sondern okay, wie, ich muss mich jetzt selbst transformieren. Also wenn Studierende das betreiben sollen oder vorrangig, dann muss ich irgendwie auch bereit sein, die Bühne freizumachen, loszulassen. Und das kennt man vielleicht aus dem Privaten auch, loslassen ist nicht immer eine leichte Angelegenheit. Also das ist auf jeden Fall eine Hürde. Womit aber vielleicht Kommunikation ein zentraler Aspekt ist, diese Hürde auch zu überkommen. Einfach dann miteinander in Dialog. Dialog ist auch schon unterstrichen worden, wie wichtig das ist. Eine klare, transparente Kommunikation, was die Vision ist, um dann gemeinsam herauszufinden, wie wir die auch realisieren. Dankeschön. Stichwort Kommunikation, da würde ich jetzt gleich mal überleiten zum Thema Kommunikation in der Prozessgestaltung, sage ich mal. Ihr beide sprecht ja jetzt hier in der Rolle eines Lernarchitekturagenten, einer Lernarchitekturagentin. Ich habe es jetzt schon wiederholt gesagt, aber was ist das denn eigentlich? Weil mit der Förderung wurde auch eine personelle Stelle geschaffen, die so bisher an Hochschulen noch nicht existiert. Also eigentlich soll mit den Lernarchitekturagenten eine Vernetzungsstelle für das Thema Raum geschaffen werden, die gleichzeitig auch eine kontinuierliche Evaluation dieses Projektes über den Prozess hinweg gewährleistet. Gleichzeitig könnt ihr aber auch innerhalb eurer Projekte die Rolle so anpassen, weil das ja auch eine Neukreation ist, die es eigentlich braucht für diese Prozesse. Was sind denn eure jeweiligen Aufgaben konkret und wo seht ihr auch die Chancen in einer solchen Stelle, wenn die an einer Hochschule existiert? Soll ich mal anfangen? Genau, vielleicht beginnen wir mit dir. Du hast ja schon ein paar Worte jetzt genannt, also zum einen das Vernetzen. Es ist jetzt eben natürlich eine Anlaufstelle, vor allem für Studierende. Das soll von denen mal betrieben werden in Kooperation mit dem Kooperationsservice, wo ich jetzt zum Beispiel auch angesiedelt bin. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, Vernetzung.
Was das Positive ist an dieser Stelle der Lernarchitekturagentin, dass ich jetzt zum Thema Kooperationsservice eben nicht an einem Lehrstuhl angesiedelt bin, sondern dass es ja nicht darum geht, dass es jetzt nur die Perspektive der Studierenden und nur die Perspektive der Lehrpersonen oder von der Verwaltung, dass es eben diese Metaperspektive ist, alle Perspektiven am Schirm zu haben, um gemeinsam zu schauen, was wird da jetzt draus. Ich sehe meine Rolle, ich verstehe meine Rolle so, als wachsames, präsentes Auge, also Beobachterin und offenes Ohr, eben für die verschiedensten Bedürfnisse, die da sind. Eine andere Rolle, was glaube ich auch da dazugehört, ist eine Übersetzerin zu sein, weil das ist jetzt die große Vision, aber was ist das jetzt, was bedeutet das für Leute aus der Verwaltung, was bedeutet das für die Studierenden? Also ganz stark so das Zwischenmenschliche auf jeden Fall. Und was möchtest du an der Stelle ergänzen, bevor ich da die ganze Rollenbeschreibung sage, wie ich es verstehe? Ja, sehr gerne. Also, aber ich glaube, so Vernetzung ist tatsächlich so ein zentraler Begriff, auch in meinem Tätigkeiten, so wie ich es wahrnehme. Und da gibt es so viele verschiedene Stakeholder, die mit beteiligt sind, dass hier dieses Projekt ins Entstehen kommt. Und es ist tatsächlich etwas Neues an der Hochschule und alles, was neu ist, hat erstmal so einen gewissen Energieaufwand, der überwunden werden muss, um es wirklich so ja, ins Dasein zu hieven. Und das heißt, dass ich jetzt einerseits mit vielen Stellen aus der Verwaltung tatsächlich zu tun habe, um diese Prozesse zu steuern oder auch anzulenken. Und dann andererseits bin ich auch mit den Zentralwerkstätten von der TU Berlin in Kontakt, weil wir Möbel upcyclen und neue Tische bekommen oder zumindest bestehende Tische mit neuen Tischplatten versehen. Wir machen Rollen unten dran. Und da gibt es dann auch tolle Gespräche mit den Kollegen aus der Schreinerei und so weiter. Und andererseits ist meine Position, glaube ich, auch so zwischen dieser Seite, zwischen dem Präsidium, das auch mit involviert ist, aber vor allem auch zwischen den Studierenden und den Lehrenden, den eigentlichen NutzerInnen dieses Raums. Und dort, glaube ich, ist auch die Kommunikation sehr, sehr wichtig, weil ein Raum wie wahrscheinlich unsere, die einen sehr experimentellen Charakter haben, haben eine gewisse Zugänglichkeitsschwellen, sage ich mal, gewisse Hürden, die, weil sie noch relativ, ja, mit relativ weniger Nutzung versehen wurden, einen gewissen kommunikativen Aufwand benötigen, um diese Hürden abzubauen, um auch da ganz klar zu machen, was kann ich mit diesem Raum denn überhaupt tun? Der kann so viel, aber wie bediene ich den überhaupt? Also diese Usability überhaupt zu kommunizieren, ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die wir auch dann haben, in diesem Schnittfeld von Kommunikation und dem Zusammenhalten der Stränge in den Verwaltungs- und Gestaltungsprozessen. Weil am Ende, so sehe ich das, ist es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, den konzeptionellen Leitfaden nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern mit einer gewissen gestalterischen Agency oder einfach so auch mit dem Drang, den Gestaltungsprozess zu moderieren und moderieren ist schon das richtige Wort und denen ja in gewisser Weise auch eine Form zu geben. Das passt perfekt, weil wir sind jetzt auch direkt am Ende. Also vielen Dank auch euch beiden nochmal für die Ausführung jetzt dieser Stelle und genau, was der Mehrwert eben auch darin sein kann, wenn man so eine multiprofessionelle Zusammenarbeit hat, dass es eben auch jemanden braucht, der zwischen diesen verschiedenen Perspektiven vermittelt, das alles auf dem Schirm hat und dann eben insbesondere auch der Draht zu den Studierenden und Lehrenden und den Nutzenden ist. Und ich bin ganz gespannt, was da im kommenden Jahr noch in den Raumlaboren an Experimenten stattfinden wird, was da noch auf uns zukommt. Und für alle, die jetzt auch interessiert sind, die können gerne auch hier nochmal auf einer Folie zu sehen, auf stifterverband.org/Raumlabore auch nochmal die nächsten Schritte über das nächste Jahr verfolgen. Es gibt auch von einigen Projekten Blogs, die ganz aktuell darüber berichten. Und dann bleibt es mir eigentlich nur noch übrig, euch ganz herzlich zu danken und auch dem Veranstaltungsteam ganz herzlich zu danken für diese inspirierende Veranstaltung und euch noch einen schönen Nachmittag zu wünschen.